Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz begrüße ich jetzt Alexander Schallenberg, den Außenminister von Österreich. Ich grüße Sie ganz recht herzlich. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke für die Einladung. Die Münchner Sicherheitskonferenz in Jahr 1 nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Herausforderungen, die sicherheitspolitischen, die außenpolitischen Herausforderungen fast nicht größer sein könnten und vielfältiger sein könnten. Wo sehen Sie gerade die größte Herausforderung sicherheitspolitisch, außenpolitisch in Europa? Ich glaube, für uns ist die größte Herausforderung schlicht und ergreifend, dass wir unsere Geschlossenheit beibehalten können. Das war unser größtes Atu eigentlich in den letzten 12 Monaten. Das, was auch der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, so nicht erwartet hatte. Dass nicht nur die Europäische Union, sondern eigentlich könnte man sagen, die freie Welt, der West, wie man es früher gesagt hat, zusammenhält. Dass wir auch strategische Geduld an den Tag legen, was für Demokratien nicht leicht ist. Augenmaß bewahren und auch immer uns vor Augen halten, das ist ein Krieg, der auf europäischem Boden stattfindet, aber mitnichten ein europäischer Krieg. Das heißt, dass wir Überzeugungsarbeit leisten müssen. Wir haben auch einen Kampf der Narrative in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Und da braucht es von unserer Seite auch einen stärkeren Fokus. Und daher begrüße ich auch, dass so viele Vertreter des globalen Südens auch hier in München zugegen sind. Und es gibt sehr viele wertvolle Gespräche, die man hier führen kann. Sie haben gerade schon unter anderem ja auch den globalen Süden angesprochen, wo ein anderer Punkt, auf den man ja immer wieder schaut, ist China, beziehungsweise eben auch Chinas Einflussregion, der mögliche Konflikt mit Taiwan. Jetzt ist ja hier bei der Konferenz einer der führenden chinesischen Außenpolitiker. Welche Erwartungen haben Sie da? Weil Sie haben ja auch ein Gespräch. Ich werde heute noch ein Gespräch mit ihm haben. Und natürlich gibt es eine Erwartungshaltung. China ist ständiges Mitglied des Sicherheitsrates. China trägt damit auch eine große Verantwortung, eine globale Verantwortung für Frieden, Stabilität und Sicherheit auf diesem Planeten. Und das wird sicher eines der Themen sein, das ich ansprechen werde. Und bei allen Differenzen, die wir haben, ich glaube, etwas haben wir doch gelernt am 24. Februar 2022, dass Wunschdenken keine gute Basis für Politik ist. Da haben wir eigentlich den Eiskübel ins Gesicht geschüttet bekommen als Europäer und das hat uns etwas rausgerissen aus unserer Tagesträume eines posthistorischen, postnationalen Europas und wir sind jetzt wieder in der brutalen Realität angekommen und dazu gehört auch China. Wir brauchen China bei Themen wie Klimawandel, aber wir dürfen keine Scheuklappen haben, wir dürfen keine Naivität mehr haben und müssen auch die Differenzen sehr offen ansprechen und das wird auch eines der Themen sein, das ich heute mit meinem chinesischen Kollegen ansprechen werde. Ist China für Sie ein zuverlässiger Partner? Ich glaube, es gibt Fragezeichen und es ist auch ganz klar, es ist sehr interessant, wenn man zum Beispiel mit Vorstandsvorsitzenden von Unternehmen spricht, die auch in China engagiert sind. Dieses Schockerlebnis mit Russland, wo deutsche und österreichische Unternehmen unter den Top-Unternehmen waren, die dort präsent waren, mit auch dem Gedanken Wandel durch Handel, das hat sich doch sehr relativiert. Und es gibt jetzt ein verstärktes Fragezeichen beim China-Engagement, aber dieses Decoupling, das sich manche bei Russland wünschen, ist schon wahnsinnig schwierig, bei China eigentlich fast undenkbar. Schauen wir nochmal nach Europa. Es gibt ja hier durchaus auch Spannungsfelder, die zuletzt durchaus Sorgen bereitet haben, beispielsweise auch rund um den Kosovo und Serbien. Ist das etwas, was Ihnen auch Sorge bereitet, möglicherweise sogar Potenzial für eine Eskalation birgt? Also ich glaube, wenn man so will, wenn man Wien anschaut, die geografische Position, ich habe immer gesagt, letztes Jahr, unser geostrategischer Seismograf schlägt aus, nicht nur wegen Osten, 500 Kilometer von Wien entfernt ist die Ukraine, 500 Kilometer im Süden ist Bosnien-Herzegowina und Südosteuropa. Ich spreche ja lieber von Südosteuropa, weil es ist Teil Europas und wir müssen da genau hinschauen. Es ist nicht sozusagen eine Gegend, das ist nicht der Hinterhof Europas, das ist der Innenhof. Es ist umgeben von EU-Mitgliedstaaten, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Kroatien. Und jedes Problem dieser Region ist auch unser Problem. Das sehen wir zum Beispiel bei der Migration. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Staaten wie etwa Russland dort dazwischen funken können, mit wenig Aufwand oder könnten. Und ich glaube, unser massives Interesse ist, dort muss das europäische Lebensmodell fix verankert werden. Entweder wir exportieren Sicherheit und Stabilität nach Südosteuropa oder wir riskieren, Instabilität und Unsicherheit zu importieren. Und ich glaube, es gibt einfach in der Politik kein Vakuum. Es ist entweder, it's either us or somebody else, wie man auf Englisch sagen würde. Es sind entweder wir oder wir sind dann plötzlich dort mit Lebensmodellen anderer Provenienz konfrontiert, sei es China, Türkei, Russland oder andere. Und das ist nun für mich eine zutiefst europäische Gegend, für uns Nachbarschaft. Österreich gehört
fast in all diesen Ländern zu den Top-Investoren. Wir haben eine starke auch menschliche Brücke. Viele hunderttausend Menschen in Österreich haben einen familiären Hintergrund in Südosteuropa. Und daher ist das etwas, wo wir genauer hinschauen und ich auch sehr viel Zeit als österreichischer Außenminister investiere. Ich war jetzt auch in Montenegro kurz vor Weihnachten, bin im ständigen Kontakt mit den Kollegen von Bosnien, sehe heute zum Beispiel auch meine liebe Freundin und Kollegin vom Kosovo. Also das ist etwas, was für uns unmittelbare Nachbarschaft ist. Und ich glaube, was wichtig ist, dass wir Europäer verstehen, da geht es nicht nur um Erweiterung. Das ist vielleicht die kerngeostrategische Aufgabe der Europäischen Union. Wenn wir in Südosteuropa scheitern als Europäische Union und dort nicht für Sicherheit und Stabilität sorgen können, dann haben wir eigentlich den geostrategischen Lackmustest versäumt. Wir haben gerade schon auch das Thema Migration angesprochen. Ein Blick richtet sich da immer wieder auch auf Serbien, weil da durchaus auch eine immer wieder kritisierte Visapolitik verfolgt wird, dass dort auch viele Inder beispielsweise einreisen können. Welche Möglichkeit sehen Sie da, Belgrad doch noch zu überzeugen? Also das war genau eine der großen Themen des letzten Jahres. Österreich hat ja mehr Asylanträge gehabt pro Kopf als jeder andere europäische Staat. Wir haben immer 108.000 Asylanträge gehabt. Auf Deutschland übertragen, pro Kopf wäre das über 1 Million Asylanträge. Also nur um die Größenordnung sich vor Augen zu führen. Und wir hatten plötzlich explodierende Zahlen von Asylanträgen aus Staatsbürger Indiens oder Tunesiens. Und es war tatsächlich so, dass sie die Visaliberalisierung, die Visafreiheit verwendet haben, nach Belgrad geflogen sind und dann von Menschenschmugglern an die österreichische Grenze gebracht wurden. Und das war der österreichische Bundeskanzler, den ich zweimal begleitet, der in Belgrad war. Und wir haben die Serben dazu gebracht, dass sie jetzt zum Beispiel eben bei Burundi, Tunesien und Indien die Visafreiheit abgeschafft haben. Aber die Erwartungshaltung ist natürlich, dass alle, und das betrifft nicht nur Serbien, in Wirklichkeit haben alle Westbalkanstaaten gewissen Drittstaaten Visafreiheit garantiert, aber wir als Europäer haben das nicht. Das heißt, hier könnte es immer ein Spannungsverhältnis geben. Und das Ziel ist natürlich, dass alle Balkanstaaten, die natürlich sich anschicken, Mitglieder der Europäischen Union zu werden, hier auch wirklich ihre Politik an unseren Status, an unsere Politik innerhalb der Europäischen Union anpassen, weil wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, Menschenschmuggel ist ein Millionengeschäft und die Menschenhändler werden jede Lücke verwenden in Zukunft und wir haben sicher vor 2, 3 Jahren nicht an diese Möglichkeit gedacht, dass Visaliberalisierung via Belgrad als plötzlich als Tor für die Migration, für die Illegale werden könnte. Das heißt, wir müssen sehr wachsam sein und da immer wieder einwirken, dass wir solche Lücken auch schließen. In der EU ist nun aber plötzlich auch, es ist kein Tabuthema mehr, über Barrieren zu sprechen, wo man vielleicht auch unweigerlich an das Vorbild an der mexikanischen Grenze à la Donald Trump denkt. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen könnten? Also ich glaube, was es braucht am meisten in der Migrationsdebatte auf europäischer Ebene, ist so eine Sina-Ehret-Studie, ein bisschen Realismus. Und ich habe sehr gerne immer zitiert den Vizepräsidenten der Kommission Schinas, der gesagt hat, die Migrationspolitik ist wie ein dreistöckiges Haus. Der erste Stock, das Erdgeschoss, ist die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern. Auch da müsse er besser werden. Warum gibt es noch keine Migrationspartnerschaften mit Tunesien, mit Ägypten und anderen Staaten? Wir reden seit Jahren darüber, aber einige Staaten haben wenig Interesse daran. Zweites Stockwerk ist ein Außengrenzschutz. Und erst das dritte Stockwerk, das letzte, wäre dann die Frage einer möglichen internen Verteilung, sozusagen Verantwortung und Solidarität, diese Diskussion. Und es ist doch auch bei uns so. Jeder hat eine Wohnungstür. Jeder versperrt, wenn er früh die Wohnung verlässt, die Haustür oder Wohnungstür. Ich finde diese Debatte, es ist nicht die alleinige Lösung. Das behauptet auch niemand. Nur überhaupt keinen Grenzschutz haben, das kann es auch nicht sein, bitte. Und daher, glaube ich, halte ich zum Beispiel die Situation, dass Litauen, als der Lukaschenko, der Präsident von Weißrussland, plötzlich Migration als Waffe eingesetzt hat und Iraker sozusagen eingeflogen hat und an die litauisch-polnische Grenze gebracht hat. Litauen hat damals einen Zaun bauen müssen. Das heißt, die litauische Steuerzahler hat etwas gemacht, das uns allen hilft. Das sollte eigentlich eine Gemeinschaftspolitik sein. Denn die Staaten, die den Außengrenzschutz haben, die machen eine Aufgabe, die für die Deutschen, für die Österreicher und alle anderen notwendig sind. Und in anderen Fällen würden wir sagen, das sollte eigentlich eine gemeinsame Verantwortung sein. Warum muss der bulgarische Steuerzahler, der litauische Steuerzahler oder der polnische die gesamte Last tragen, was nur uns Österreichern und Deutschen zugutekommt? Das sollten wir doch gemeinsam machen, fände ich logisch und europäisch. Es gibt auch viel Diskussionen darum, ob man möglicherweise noch mehr Staaten in das Schengen-Abkommen oder in den Schengen-Raum mit aufnimmt. Ein rumänischer Senator, der auch kommende Woche nach Österreich kommt, hat die österreichische Regierung
oder hat der österreichischen Regierung Unehrbarkeit vorgeworfen in dieser Thematik? Was würden Sie dem antworten? Also ich glaube, wir müssen auch da ein bisschen schauen, dass wir die Emotionen im Schach halten. Ich habe sehr gute Gespräche mit meinen rumänischen Kollegen und wir haben immer gesagt, dass Österreich, das ist gar nicht so sehr eine bilaterale Frage, sondern Schengen ist was? Schengen ist wie ein Haus, wo jeder beschließt, dass er die Wohnungstür aushängt, weil wir haben eine Eingangstür, die bewacht wird. Wenn wir das Gefühl haben, die Eingangstür ist nicht sicher, wird jeder beginnen, wieder die Wohnungstür einzuhängen. Was haben wir seit 2015? Grenzkontrollen Deutschland gegenüber Österreich. Wir haben Grenzkontrollen Frankreich gegenüber Italien. Wir haben Grenzkontrollen gehabt, Tschechische Republik gegenüber Slowakei, uns gegenüber Slowakei und Slowenien. Das ist der Schengen-Raum, der funktioniert? Nein. Er funktioniert momentan nicht, er ist dysfunktional. Und ich glaube, in Wirklichkeit müsste unser Ziel sein, wieder ein System herzustellen oder eine Situation zu schaffen, wo Staaten wie auch Deutschland nicht das Gefühl haben, wir haben sicherheitshalber mal gegenüber Österreich Grenzkontrollen, weil es könnte ja was geschehen, migrationstechnisch. Das zeigt ja, dass da eine Unsicherheit da ist und ein Misstrauen auch in gewisser Hinsicht gegenüber der Funktionalität von Schengen. Und darum geht es uns. Und es geht uns auch darum, zur Kenntnis zu nehmen, wie kann es sein, dass Österreich, wir sind umgeben von Schengen-Staaten, wir sind umgeben von Schengen-assoziierten Staaten, Liechtenstein, Schweiz, wir sind umgeben von EU-Staaten, dass wir die höchste Anzahl an Asylanträgen in ganz Europa haben. Höher als Griechenland, Italien, alle Frontstaaten von Schengen. Da stimmt doch etwas nicht im System. Herr Außenminister, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Danke für die Einladung.